Graufußkäuze bewohnen bevorzugt ausgedehnte tiefe Wälder mit alten Baumbeständen. Alte Schwarzspechthöhlen und andere Baumhöhlen dienen ihnen als Brutstätte, sie beziehen aber auch geeignete Nistkästen. Die kleine Eule mit dem großen, eckigen Kopf hält sich tagsüber gut verborgen im Waldesinneren auf. Erst nach Einbruch der Dunkelheit beginnt die Jagd auf Beutetiere, bei der der Vogel geschickt zwischen den Bäumen hindurchstreift. Im Vorfrühling singen lediglich Männchen in klaren, windstillen Nächten ohne Unterbrechung, bis sich ihnen ein Weibchen zugesellt. Ab April beziehen die Paare die Baumhöhlen. Raufußkäuze erobern in den letzten Jahren zunehmend neue Gebiete und breiten sich aus.